Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich finde den Ausblick wahnsinnig schön hier. Die Felder hier vorne, die Häuser hier im Hintergrund, die fruchtbare Fläche und hier hinten ist alles trocken. Das sieht richtig heftig aus. Aber gut, wir machen weiter hier in Timberborn. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir sind gut vorangekommen jetzt. Wir machen hier jetzt Deiche, um hier nochmal das fruchtbare Land, das Getreide zu schützen. Dementsprechend vor Hochwasser, wenn wir wirklich hier Hochwasser haben sollten. Beziehungsweise anschließend können wir auch gerne hier höher stauen. Ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hier höher stauen Wasser, dass wir dementsprechend hier mehr zur Verfügung haben. Aber auch dafür müssen wir einiges tun, Leute. Dafür müssen wir wirklich einiges tun. Wir müssen hier dementsprechend die Felder hier, die Büsche wegmachen. Wir müssen hier das Land wegmachen, eigentlich hier nochmal Deiche ziehen. Aber gut, das werden wir alles auf Dauer machen. Das werden wir alles auf Dauer machen, Leute. Hier werden wir später nochmal gerade ziehen, hier nochmal das Land wegsprengen, hier nochmal eine gerade Strecke ziehen und dann kriegen wir es alles hin. Kriegen wir alles gedeckelt. Auf Dauer. Definitiv. Gut, ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es mit hier aus? 8 Getriebe, wir kriegen jetzt so langsam wieder Getriebe hier rein. Das ist gut. Verteillimit gucken wir mal. Wir haben gesagt, Getriebe behalten wir 10 Stück hier, ne? Haben wir nur 3, ne? Warum? Ja, toll. Naja, egal. Auf jeden Fall brauchen wir Getriebe. Ohne Ende. Ohne Ende Getriebe, Leute. Wir brauchen auch noch eine Windmühle da hinten. Dafür brauchen wir noch Planken, ne? Brauchen wir auch noch. Oha. Planken haben wir jetzt 6 Stück. Ist nicht viel. Hier haben wir 30 Planken. Wie viele haben wir hier? 10 Planken. Ah. Kritisch, ne? 65 Planken. Was wollen wir hier mit 65 Planken, Leute? Verteile mit. Hallo? Verteile mit. Wo ist es? Planken. Wo sind die Planken, Leute? Da. Brauchen wir keine mehr. Okay. Dann gehen wir, ja, dann gehen wir hier auf Planken, ne? 8 Planken, ja. Ja, ja. Ne? Doof. Doof, ne? Also wir bräuchten auf jeden Fall, hier wird es langsam knapp mit dem Weg, ne? Hier müssen wir auf jeden Fall auf Dings gehen. Wasserräder, dass wir hier nochmal welche aufstellen. Das wäre relativ wichtig, dass wir hier ein paar Wasserräder aufstellen, dass wir hier nochmal die Strömung ausnutzen, ne? Um nochmal Leistung zu kriegen. Und dann Leistung, ja, 260. Knapp 250 von 280, also trotzdem noch zu wenig. Wir müssen gucken, was wir die Leistung hier irgendwie hier übers Wasser leiten und dann hier dran noch schließen. Ne? Nicht über die fruchtbare Fläche, sondern hier irgendwie außenrum. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Wird aufwendig, aber schaffbar. Dementsprechend müssen wir das Teil ändern, aber auch das kriegen wir hin, ne? Wir müssten dann hier runter. Ja, das heißt, wir bräuchten hier auf jeden Fall eine Plattform. Dann wird da ein Vierer-Dings hinkommen. Und so eine Vierer-Dings, ne? Hier, so eine Schnittstelle, Antriebs. Wellen-Schnittstelle muss da hin. Dass wir auch von der Seite drankommen. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir auf Dauer hin, Leute, ne? Wird kritisch, aber schaffbar. Das werden wir schon hinkriegen. Irgendwie. Hier sind wir fleißig am Bauen. Die bauen das hier fertig, das ist schon mal gut. Dementsprechend können wir da schon mal schützen. Wieder vor Hochwasser, ja, was das bringt momentan noch nicht viel, aber okay.
In 2,4 Tagen haben wir wieder eine Dürre. Ich hoffe nicht lange. Aber auch das werden wir sehen. Wir gucken jetzt nochmal nach Nahrungsmitteln. Wasser ist in Ordnung. In Distrikt 2 Nahrungsmittel sind in Ordnung. Hier ist es auch in Ordnung. Für die paar Leute ist das in Ordnung. Hier haben wir genug Wasser. Nahrungsmittel 240 jetzt aktuell ist perfekt. Hier haben wir 41 Nahrungsmittel und 375 Wasser. Auch hier ist Wasser in Ordnung. Mehr wie in Ordnung sogar. Muss man wirklich sagen. Nahrungsmittel ein bisschen kritisch noch, aber gut. Hier die nächsten Felder sind reif. Die werden angepflanzt. Das ist in Ordnung. Perfekt. Läuft doch. Läuft doch. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie wirklich an Dynamit kommen. Wirklich richtig gut an Dynamit, ne? Das ist noch so eine kritische Sache hier mit Dynamit. Beziehungsweise mit den Getrieben. Wir brauchen verdammt viele Getriebe, Leute. Können wir schon mal die Windmühle bauen? Können wir, glaube ich, schon mal bauen, ne? Machen wir hier eine Antriebswelle hin. Würde ich vorschlagen. Und dann machen wir da eine Windmühle hin. Windmühle oder Hamsterrad? Ich bin gerade immer überlegen, sollen wir ein Hamsterrad hier machen? Wir machen ein Hamsterrad hier, ne? Oder Windmühle? Windmühle, komm. Wir lassen die Windmühle. Wir können ja von mir jetzt zusätzlich dann noch ein Hamsterrad machen. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, glaube ich. So, Holz brauchen wir hier wieder eine ganze Menge jetzt mit den Bauarbeiten hier, ne? Heftig. Okay. Kriegen wir hin. Sieht aktuell wieder ganz gut aus, ne? Wir hatten zwischendurch hier Probleme mit der Nahrung, aber aktuell sieht es wieder ganz gut aus, Leute. Zum Glück. Zum Glück, ne? Distrikt 2, Distrikt 1 könnten wir theoretisch eigentlich nochmal mit den Bibern hochgehen. Wir haben aktuell 64 Biber am Start. Okay, 7 Arbeitslose, das passt. 7 Arbeitslose, dann können wir eventuell nochmal hier im Distriktzentrum haben wir alle Plätze voll. Wir könnten eventuell hier haben wir auch noch alle Plätze voll, dann können wir hier hochgehen, ne? Okay. Haben wir nämlich mehr Schlepper zur Verfügung. Momentan brauchen wir die nirgendwo anders. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Haben wir dann zumindest einige Schlepper am Start. Schlepper sind gut. Schlepper sind immer gut, ne? Okay. Wird wie hell? 2 Tage noch bis zur Dürre. Wie sieht's aus mit der Hütte? Holz. Zapfhütte. Bräuchten wir auch Getriebe. Na super. Und 500 Wissenschaftspunkte, Leute. Okay, also brauchen wir Wissenschaftspunkte, wie gesagt, ohne Ende. Das ist heftig, ne? Wahnsinn. Die kommt von hinten, ne? Oha. Ja, das wäre noch geil, wenn man entscheiden könnte, wo die Leute wohnen, ne? Dann baut man hier ein Häuser hin und die. Das wäre geil, wenn man die Arbeitsstätten dann zuordnen könnte. Welcher Biber dann wo arbeitet, beziehungsweise wo wohnt, ne? Das wäre eine gute Sache. Das würde ich nochmal feiern. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Man kann leider nicht alles haben. So, wie sieht es aus mit Energie? Wir müssen auf jeden Fall hier. Das Wasserrad bauen. Bauen wir 2 Wasserräder hier. Dann müssten wir hier dementsprechend auch noch hochbauen. Ja. Dann müssten wir da hochbauen, ne?
Damit der Durchfluss hier dann nicht ist, müssen wir da wieder Deich hinbauen, ja. Ja, das müssten wir machen. Dann machen wir hier zwei Wasserräder hin. Ja, kriegen wir hin. Ja gut, die Bauarbeiten dauern, Leute. Die Bauarbeiten dauern. Getriebe fehlen. Hier haben wir Holzscheite. Planken fehlen hier noch. Wie gesagt, hier Getriebe wird eine enge Sache, ne? Die brauchen wirklich ewig hier. Planken haben wir momentan auch verdammt viel Mangel, ne? Ich weiß nicht, wo die Planken. Wo packen wir eigentlich Planken hin, Leute? Verteilzentrum. Distrikt 2. Abgabestelle Planken. Verteillimit. 30 Planken. 15 bauen wir dann nur. Haben wir 15 eingestellt? Ja, passt doch. So, wie sieht es dann aus? Hier Verteillimit. Distrikt 4. Planken, ja. Wie viel? Abgabestelle. Planken, 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 10 Stück, ne? Ja, sollte reichen. Sollte eigentlich reichen. Aber warum kriegen wir dann keine Planken nach hier? Das ist das, was mich gerade irritiert. Wir haben zwei Sägewerke, aber kriegen keine Planken nach. Irgendwie. Das ist das, was mich gerade wirklich irritiert, Leute. Ne? Das irritiert mich gerade ungemein. Okay, Essen haben wir auf jeden Fall genug. Karotten kriegen wir mehr als genug jetzt gerade. Das ist schon mal geil. Brote, Grillkartoffeln haben wir nicht so viele, aber auch da werden wir mit Sicherheit auf Dauer mehr bekommen. Ich würde aber sagen, auf Dauer gehen wir hier auf weitere Kartoffeln. Momentan haben wir mit dem Grill nicht so viel zu tun. Keine Grillkartoffeln da? Nee. Okay. Dann gehen wir mehr auf Kartoffeln, Leute. Das heißt, wir, ja, die haben noch zu tun hier, ne? Die haben definitiv noch zu tun. Da müssen wir schauen. Wir kriegen aus einer Kartoffel kriegen wir 4 Grillkartoffeln. Das wäre schon mal wesentlich besser als Karotten, ne? Komm, dann machen wir die Karotten weg, Leute. Dann machen wir die Karotten weg hier. Zumindest ein paar. Priorität auf hoch und dann werden wir hier dementsprechend dann Kartoffeln anpflanzen nochmal zusätzlich. Hier das Feld mit Kartoffeln. Das sollte dann eigentlich passen. Hoffentlich. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, Leute. Wir haben gesagt, wir brauchen Getriebe ohne Ende, ne? Getriebe ohne Ende. Haben wir nochmal. Ja, hier immer noch keine Getriebe angekommen, ne? Das ist das Problem. Getriebe dauern ewig zum Produzieren, ne? Heftig. So, ein Tag noch knapp bis zur Dürre. Das wird heftig. Ich bin gespannt, wie lange die Dürre dauern wird. Ich meine, Wassermangel haben wir momentan überhaupt nicht. Das ist alles easy. Wassermangel, Wasser ist easy. Ne? Da haben wir genug. Aktuell. Ich denke mal nicht, dass wir da Probleme haben werden mit Wasser. Da gehe ich zumindest nicht von aus. Ne? Da gehe ich nicht von aus, Leute. So, wir müssen auf jeden Fall hier hochstauen. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir hoch. Okay. Wir gehen hier auf jeden Fall hoch jetzt. Auf 1.
Wir müssen einfach hier rüber gehen. Wir machen hier nochmal Deiche hin. Damit wir dementsprechend hier auch die Chance haben, weiterzuarbeiten. Wir müssen hier nochmal hoch. Das auf jeden Fall. Dann können wir nämlich hier dementsprechend das Wasser weiter hochstauen. Können wir das Wasser weiter hochstauen, ne? Wir müssen jetzt Wasser auffangen ohne Ende. Machen wir das zu, obwohl das nichts bringt. Das bringt überhaupt nichts. Müssen wir auf Dauer hier nochmal zumachen, ne? Aber gut. Hier machen wir die Schleuse auf 0,5, würde ich sagen. Minimum. Ja, mehr bringt nicht. Wir können auch zumachen. Hier sind sowieso Deiche, ne? Dann, das hier kann anstauen etwas. Hier haben wir hoch, das bringt aber auch nichts. Hier können wir noch ein bisschen machen, ne? Hier können wir auf 0,5 gehen. Dann machen wir zu. Wir machen zu hier. Dann ist die Durchflussmenge hier geringer, dann können wir hier mehr anstauen, ne? So, ich hoffe, der Tag ist relativ schnell vorbei, dass das hier nicht drüber steigt. Ich hoffe. Weil mehr können wir gerade nicht machen, ne? Mehr können wir echt gerade nicht machen. Und dann haben wir hier relativ viel Wasser zur Verfügung. Das ist das Geile. So, wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Hier ist jetzt trocken. Weil kein Wasser mehr nachkommt, das ist klar. Kommt aktuell kein Wasser mehr nach, ne? Es kommt hier aber Wasser nach, das ist schön. Da kriegen wir irgendwie hin. Wird alles verdammt eng, aber kriegen wir hin. 0,8 Tage noch, Leute. Von der Höhe her passt das eigentlich, ne? Ja. Es steigt trotzdem noch weiter. Trotzdem steigt es hier noch weiter, Leute. Nur 0,8 Tage noch. Jetzt sieht hinten eine Quelle aus. Okay. Ja, Wasser fließt auf jeden Fall noch, ne? Hier wird es jetzt langsam kritisch mit der Höhe, ne? Noch passt es. Noch passt es, ne? Wir müssen so viel Wasser speichern wie möglich. Ah, es wird kritisch hier. Okay. Wir haben etwas mehr Wasser nachlassen. Immer stückchenweise nachlassen. Damit wir unten keine Probleme kriegen, ne? Flutetes Gebäude, ist nicht schlimm.
Bisschen Wasser noch nachgelassen. Ich hoffe, hier unten passt. Ja, kritisch, ne? Aber egal. 0,4 Tage noch. Wir müssen so viel Wasser speichern wie möglich, Leute. Das ist das. Und viel kommt eigentlich nicht mehr hinterher, ne? Das ist das. Ist das Wasser ein bisschen in Bewegung? Ja, ein bisschen kritisch gerade, aber okay. Lass mal auf 0,5 gerade noch, dass wir hier nicht absaufen. Das wäre jetzt ganz kritisch, ne? Absaufen ist gar nicht gut. So wie jetzt, ne? Absaufen ist überhaupt nicht gut, ne? Und wir sind am Ende der Folge, Leute. Wir sehen uns. Ich würde sagen, morgen wieder, Leute. Morgen sehen wir uns wieder. 17 Uhr. Neue Folge. Timberborn hier am Start. Hier sind wir überflutet. Hier sind überflutet. Boah. Egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hauptsache, das trocknet wieder. Und wir sind hier wieder dabei, ne? Gut, morgen neue Folge Timberborn hier am Start. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sag einmal in dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.